Guten Morgen. Wow, was sehe ich jetzt gerade? Die Sonne, wie die hier durchscheint durch den Baum. Wow, sieht echt gut aus auf Kamera. So. Guten Morgen. Seid herzlich gegrüßt aus Papua-Neuguinea. Heute möchte ich mal in diesem Video besprechen, wie man sich vor toxischen Menschen schützen kann, beziehungsweise wie man so ein paar Instrumente hat, einfach ja, mit denen man sich schützen kann. Also, das erste ist das Bauchgefühl. Also wenn ihr mit toxischen Menschen zu tun habt, wenn ihr auf toxische Menschen stößt, egal, wie es jetzt richtig ist, deutsche Sprache, schwere Sprache. Also, wenn ihr auf toxische Menschen trefft, dann ist es so, dass euer Bauchgefühl oft anschlägt. Und wenn man das jetzt aus psychologischer Sicht betrachtet, ist es beim Bauchgefühl halt so, dass das Bauchgefühl ist ja quasi dein Unterbewusstsein. Und du nimmst nur einen Bruchteil der Reize, der ganzen Information, nimmst du nur bewusst wahr. Und das meiste spielt sich im Unterbewusstsein ab. So, sprich, das sind Informationen, wichtige Informationen, die du nicht bewusst mitbekommst, sondern nur unterbewusst. So, das aus psychologischer Sicht, und ich glaube, so für mich als Christ und auch generell einfach so aus dieser spirituellen Sicht ist es so wie so ein Sprachrohr von Gott, das Bauchgefühl. Und das sagt dir dann ganz genau, ob dir jemand gut tut oder nicht. Und das ist schon mal ein sehr wichtiger Indikator. Also wenn du merkst, du triffst jetzt jemanden, du lernst jemanden kennen oder es passiert irgendwas, du bist in irgendeiner Situation mit einem Menschen und du merkst, dieses Bauchgefühl springt an, es hat immer einen Grund und es hat immer eine Berechtigung und es ist dazu da, um dich zu warnen. Und das erkennt auch, soll ich sagen, die wahren Ambitionen von den Menschen, die du vielleicht noch nicht wahrnimmst, sondern nur anhand von diesem Peak, anhand von diesem Bauchgefühl. Genau, das ist schon mal wichtig. Dann Grenzen setzen. So, wenn du Grenzen setzt gegenüber psychisch gesunden Menschen, normalen Menschen, die keine Persönlichkeitsstörung haben, dann werden diese Leute auch deine Grenzen respektieren. Und bei toxischen Menschen ist es so, wenn du den Grenzen aufzeigst, dann rasten die gerne aus oder werfen dir alles Mögliche an den Kopf und ja, attackieren dich letzten Endes. Das heißt, wenn du in der Lage bist, Nein zu sagen und für dich und deine Werte einzustehen, ja, dann kannst du die eigentlich auch recht schnell ausfindig machen. So, genau, ganz arg wichtig, Nein sagen, zu sich selbst stehen, Grenzen einhalten. Ja. Ein weiterer Punkt ist der, wenn du dich selbst dabei ertappst, wie du versuchst, das Verhalten von anderen zu erklären. Weil ich sehe das so, zwischenmenschliches Verhalten ist was ganz Intuitives. Das lernen wir eigentlich von klein auf und ja, man braucht sich eigentlich nicht erklären, weshalb jetzt jemand weint, weshalb jetzt jemand lacht, weshalb jemand in der und der Situation so handelt, wie er eben handelt. Das verstehen wir intuitiv. So, und wenn du dich jetzt dabei selbst erwischt, wie du versuchst, dir immer irgendein Verhalten von einem Menschen zu erklären, weil dir das einfach regelmäßig oder ständig komisch vorkommt, dann ist auch irgendwas faul. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es gerade mit einem toxischen Menschen zu tun hast, hoch. Genau. Das finde ich auch noch ein wichtiger Indikator. Weil wie gesagt, wenn du von guten Menschen umgeben bist, dann hast du das nicht. Du verstehst es einfach.
Und bei toxischen Menschen fühlst du dich halt ständig vor den Kopf gestoßen und kommst auch irgendwann in diesen Grübelmodus rein und fragst dir, was ist da passiert, was war da los, was sollte das? Ja, und kommst eigentlich gar nicht mehr davon weg, von solchen Gedanken, von solchen Fragen. So, noch ein weiterer Punkt ist Verwirrung. Narzissten, Borderliner, toxische Menschen generell, die verwenden diese Manipulationsstrategie, die Gaslighting heißt. Gaslighting ist dieses, dir wird suggeriert, dass du eine falsche Wahrnehmung hast, dass du in der falschen Realität lebst. Und der toxische Mensch versucht dir dann seine verkehrte Realität aufzuzwingen. Das führt dazu, wenn du gegaslightet wirst, dann führt es dazu, dass du nach Gesprächen oft verwirrt bist, beispielsweise. Ja. Und gar nicht mehr weißt, was da jetzt eigentlich so gerade war. Also wenn du viel Verwirrung erfährst, dann ist es halt auch ein Zeichen dafür, dass du es mit einem toxischen Menschen zu tun hast. Genau, oder das weiß ich zum Beispiel noch, innerhalb von meiner toxischen Beziehung, da war es dann halt auch so, dass ich irgendwie, ich konnte mich an, obwohl ich echt ein guter Zuhörer bin und eigentlich ein ziemlich gutes emotionales Gedächtnis habe und so allgemein, also wenn ich mit Menschen quatsch und mit Menschen zu tun habe und dann insbesondere Menschen, die ich liebe, dann kann ich mich eigentlich an 90% von dem, was sie gesagt haben, erinnern. Aber bei toxischen Menschen ist es so, die gaslighten dich, die betreiben Wortsalat. Wortsalat ist, wenn die innerhalb vom Gespräch von Thema zu Thema springen und es einfach dieses Gespräch keinen natürlichen und keinen guten Fluss hat, sag ich mal, keinen guten Flow, dann wird hin und her gesprungen. Und das verwirrt, wie gesagt, sehr und dann kann es unter Umständen sein, dass du unterhältst dich 4 Stunden mit der Person und du weißt am Ende gar nicht mehr, was da eigentlich besprochen wurde, was ihr ausgemacht habt, was du jetzt, ob du jetzt das gesagt hast, was dir wichtig war und ob du dann nicht nochmal vielleicht was sagen solltest oder du merkst, ihr habt da 4 Stunden gequatscht und irgendwie seid ihr trotzdem nicht weitergekommen. Und wie gesagt, du kannst dich dann an vieles gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, das liegt auch daran, weil halt der Kontakt zu toxischen Menschen sicherlich mit dem Grund halt auch traumatisierend ist. Und bei Traumata ist ja auch oft so, ist, dass du das verdrängst, weil es zu schmerzhaft ist. Genau, also ich glaube, da spielt halt einiges mit rein. Aber wenn du Verwirrung erfährst, wenn du nur noch ganz wenig aus Gesprächen weißt, das ist auch ein Indikator. Genau, so. Was sind denn noch Indikatoren? Ja, also ich denke, das sind so die wichtigsten Instrumente, die man besitzt gegenüber toxischen Menschen. Natürlich gibt es auch tausende von Red Flags und wenn man die kennt, ist es auch sehr hilfreich und sehr gut und es ist sehr wichtig und damit kann man sich halt auch schützen. Aber in diesem Video war es mir einfach wichtig, mal die Instrumente zu zeigen, die wir besitzen. Und Red Flags ist so ein großes Thema. Da wäre es sinnvoll, mal ein separates Video zu machen, was ich auch vorhabe. Genau, mal die ganzen Red Flags auflisten. Ja, genau, dann war es das von mir erstmal. Macht's gut.